In einem meiner Shorts solltet ihr den Fehler in dieser Aufgabenstellung finden. Und dieser verbarg sich genau da. Denn es ist gar nicht möglich, hier einen Kreis, so wie hier gezeichnet, mit 7 cm Radius einzuzeichnen, wenn die Breite doch nur 11 cm beträgt. 7 cm Radius würde ja 14 cm Durchmesser bedeuten und wir hätten gar nicht dieses Bild hier, sondern das Ganze würde ein bisschen anders aussehen. Und zwar, wenn wir hier dieses, sagen wir mal, Werkstück haben, dieses Rechteck, dann würde ein Kreis mit 14 cm Durchmessern oder 7 cm Radius ja hierüber hinausragen. Das Stück, was dann zu viel wäre, was ich rausrechnen muss, wäre ja genau dieses. Und das zu berechnen, wird dann auf einmal nicht mehr so leicht. Wir nehmen uns die Figur und drehen sie auf den Kopf. Das machen wir deswegen, weil wir dann nämlich den Kreis in ein Koordinatensystem legen können, mit dem Mittelpunkt im Koordinatenursprung. Dieses Stück, was hier unter dem Kreis ist, das ist doch das, was zu viel ist. Wenn ich die Fläche davon kennen würde und die abziehen würde zweimal vom großen Rechteck, na, dann wäre ich schon fertig. Die Fläche unter dem Kreis ist ja nichts anderes als, naja, genau dieses Stück hier und das berechenbar mit der Integralrechnung. Kommen wir erstmal zu einer Funktion des Kreises. Eine Funktion für einen Kreis im Mittelpunkt im Koordinatenursprung gelegen, sieht immer wie folgt aus: y² plus x² gleich r zum Quadrat, Radius ist hiermit gemeint. Und wenn ich das umstelle, komme ich für f von x, für den oberen Halbkreis, auf die Gleichung Wurzel aus 49 minus x². Naja, und jetzt müssen wir doch nur noch ein bisschen Integralrechnung anwenden. Unsere Grenzen gehen von minus 5,5 bis plus 5,5. Und ich soll das Integral dieser Funktion berechnen. Und dann hätte ich den Flächeninhalt. Das heißt, wir müssen die Stammfunktion bilden oder eine mögliche Stammfunktion, 5,5 einsetzen, minus 5,5 einsetzen, oberes Ergebnis minus unteres Ergebnis und wir sind fertig. Doch, Frage ist, wie lautet denn die Stammfunktion von dieser Wurzelfunktion? Ich habe mir einfach mal die Freiheit genommen und bei integralrechner.de nachgeschaut und siehe da, die Rechnung ist wirklich sehr, sehr kompliziert und am Ende kommt das hier unten für die Stammfunktion raus. Jetzt können wir tatsächlich 5,5 einsetzen, minus 5,5, meine obere und meine untere Grenze. 5,5 eingesetzt ergibt rund 34,05, minus 5,5 eingesetzt dasselbe, nur mit einem Minus davor. Das ergibt Sinn, weil unser Kreis doch hier so schön achsensymmetrisch liegt. Naja, und durch Minus und Minus ergibt das Ganze Plus. Wir kommen auf 68,1 Flächeneinheiten für das Integral unter diesem Halbkreis. Dieser Kenntnis weiß ich, dass das 68,1 Flächeneinheiten sind. Das sind 68,1 Flächeneinheiten. Und der Flächeneinheit von dem großen Rechteck sind 11 mal 32 Flächeneinheiten. Ich muss 2 mal 68,1 abziehen. Und am Ende komme ich auf 215,8 Flächeneinheiten für den echten gesuchten Flächeninhalt.